Mal wieder kurz die Kamera angeschaltet. Ich habe den Bauch hier zugemacht. Hier seht ihr ja unsere Laderampe, die hatten wir ja schon betrachtet. Der Bauch ist hier zu. Ich habe die Säulen hier runtergezogen. Ich habe dann einfach innen hier die Schräge eingebaut. Das gefällt mir so eigentlich ganz gut erstmal. Erinnert mich so ein bisschen an den Bobs von der Wespe. Ich kann mir da nicht helfen. Könnte das Ding ja dann Hornet oder Stinger oder so irgendwie taufen, wobei das wäre ja Hornet. Ich glaube, wir taufen sie Hornet, oder? Ich habe ja schon mal gefragt. Schreibt gerne eure Kommentare. Nein, eure Ideen in die Kommentare, wie wir das Ding taufen sollen. Ich, wie gesagt, werfe jetzt einfach mal Hornet in den Topf. Die Triebwerksgondeln habe ich jetzt auch halbwegs eingepasst. Hier vorne kennen wir ja, da ist die Gegenschubdüse mit einem, ja, nicht Ansaugschlitz, sondern eher Auswurf für die Abgase, den Schubstrahl, was auch immer. Da hinten ist der Vorwärtsschub verbaut. Ich habe hier die Streben einfach mal runter und rumgezogen. Das hat ja hier nur vorne dran gehangen. Das war mir ein bisschen zu lapprig von der Optik für die Aufhängung von so einer Triebwerksgondel. Ich meine, da sind XL-Maschinen drin. Die haben hier schon gut Bums. Ja, das gibt Vibrationen, das muss abgefangen sein. Und dann habe ich natürlich jetzt auch die Idee gehabt, einfach den mittleren Träger hier stehen zu lassen und den Außenträger hier nochmal zu nutzen, um. Was heißt Außenträger? Den zweiten Träger zu nutzen, um hier. Wie hatte ich denn das jetzt verbastelt? Ich glaube so. Um hier nochmal die Schubgondel aufzuhängen. Müsste sich so ausgehen. Und dann haben wir nämlich hier auch schon wieder gut Struktur in der Seite. Und da ist die Optik auch nicht mehr so langweilig. Das ist relativ schnell. Wenn man mal die Grundform hat, muss man es ja eigentlich im Prinzip dann nur noch anhübschen. Hier könnte man natürlich jetzt auch ganz frech von hier aus nicht, aber von hier noch ein Stückchen hochbauen. Oder wir versuchen hier einfach mal mit einer Kratenpresse runterzugehen. Ich habe keine Ahnung, wie das wirkt. Das wäre hier nur ein halber Block. Wirkt auch gar nicht so doof. Ob ich die Schräge hier unten möchte, weiß ich noch nicht so genau. Das ist die falsche Platte, die da drauf liegt. Und dann könnten wir das natürlich hier genauso noch machen. So, hier einen ganzen Klotz rein. Ne, keinen ganzen Klotz rein. Ach, hoppsa. Was war denn hier jetzt drin? Hier war doch ein ganzer Klotz drin. Ja, sieht einfach nur so irre komisch aus. So, dann haben wir hier den Träger. Die zweite Rampe.
Das wird sich leider nicht ausgehen. Möchte ich eigentlich nicht. Möchte ich noch weniger? Na also. Und dann sind wir hier auch auf der Höhe wieder. Dann geht sich das aus. Das ist ganz schick. Ob das da jetzt rein muss oder nicht, habe ich mich noch nicht entschieden. Aber die Triebwerksgondel ist jetzt hier durch die drei Hauptpfeiler auf jeden Fall mal gehalten. Das bauen wir wieder zurück. Das gefällt mir abschließend nicht. Ach so, wird doch da langsam wirklich ein hübsches, anschaubares Schiff draus. Sehr gut. Und jetzt müssten wir eigentlich nur nach unten die Verankerung bauen. Und dann haben wir den Bauch hier zu. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen dekorieren, anmalen, ist ganz klar. Ich habe hier auf dieser Seite mal Geschütze drauf gesetzt. Die Finger waren ja hier leer gestanden. Ich habe jetzt hier einfach noch dünne Platten reingemacht. Ob mir das gefällt, weiß ich nicht. Ich habe hier Spitzen reingezogen. Das wird sich dann allerdings hiermit nicht ausgehen. Da muss ich hier auch noch eine Spitze setzen. Eine Schrägspitze habe ich aber nicht. Das stört mich aber auch nicht wirklich. Will ich das bis hier vorziehen? Ja, ich möchte das, weil hier ja der Fuß vom Geschütz ist. Der sollte nicht hohl stehen. Meine Meinung. Kann natürlich jeder anders da sehen. Die dünne Platte war hier vorne. Wenn ich die Zwischenplatten hier jetzt nicht reingezogen hätte, hätte das Geschütz immer nur auf dem linken und rechten Fuß gestanden und vorne und hinten nicht. Nur hier Platten einziehen und die in der Mitte freilassen, hat genauso dämlich ausgesehen. War für mich im Moment der optisch anspruchsvollste, sinnvollste, stimmigste. Stimmigste Variante halt einfach so, wenn wir jetzt hier so einen dazwischen hämmern, dann haben wir da sogar eine durchgehende Linie, was mir deutlich besser gefällt wie das abgehackte. Hier kommen wir ins Stocken, weil wir da die Optik umgedreht haben. Jetzt haben wir sie wieder da. Da brauchen wir jetzt allerdings einen Übergang hier. Es ist halt ein bisschen eckiger. Wobei hier hätten wir auch noch einen unpassenden Übergang. Machen wir es doch einfach so. Und dann könnten wir hier wieder die Rampe einbauen und dann hätten wir wieder eine gewisse Symmetrie hier drin. Das ignorieren wir jetzt mal geflissentlich. Nicht schlecht, würde ich mal so sagen.
Hier setzen wir dann direkt die dünne Platte rein. Einfach mal was können. Wobei wir hier auch tatsächlich versuchen könnten, die schräge Platte reinzubauen, diese angekekste. Wenn ich sie in dem Leben noch finde. Einfach weil wir es können. Und dann könnten wir natürlich hier, um die Schräge mitzunehmen, wieder die Platte reinsetzen. Und dann müssten wir allerdings hier überall auf die Schrägen verzichten. Ja, herrje! Was ich da jetzt wieder zusammenklicke. Das sieht das von vorne stimmig aus und ich habe trotzdem von oben die Schrägerplatten drin. Ich glaube, das bauen wir so um. Ich nehme immer ständig die falsche Platte mit. Jetzt Sattler. Und darum könnten wir eigentlich schon wieder so eine Schräge einbauen. Weg damit. Ich glaube, die Platte brauchen wir jetzt in die Richtung. Habe ich es jetzt bald? Schick. Von oben passt die Flucht. So hat man davon reden kann, aber ja, sie ist da. Von vorne ist es halbwegs stimmig, von unten passt's. Da, was das angeht, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, muss ich sagen. Das werde ich nochmal runterreißen. Das ist immer noch nicht so, dass ich sage, ja, kann man machen. Hier, wie gesagt, wollte ich eigentlich eine Reparaturplattform einbauen. Die Dinger fressen natürlich ordentlich Platz. Das ist ein ganzer Block, der mir fehlt zum Landen. Hier habe ich noch die Deckel drauf. Das habe ich ganz am Anfang ohne Spiegel umgebaut. Langsam aber sicher wird's. Ach, warum ich jetzt hier eine Tür habe, weiß ich nicht. Ist mal wieder die Zeit, die Kamera anzustellen. Gebastelt. Mehrere Abende, immer so ein, zwei, drei Stündchen, habe ich hier dran rumgefrickelt. Ja, so sieht das aktuell hier aus. Ich habe die Solarpanels hier hinten, es ist angemalt. Die Versteifungen hier, die waren ja durchgängig, das war mir zu klobig. Ich habe da jetzt einfach Glitzer rausgenommen und habe es angemalt. Das sieht jetzt meiner Meinung nach sehr schick aus. Ich habe hier einfach mal ein paar Rohre reingezogen. Das gibt dann auch nochmal ein bisschen was fürs Auge, ein bisschen mehr, ja, Profil.
Gefällt mir im Moment so sehr gut, der Teil. Die Schubdüsen sind immer noch hier versteckt. Das ist jetzt im Moment der Stand der Bemalung. Das sind alles Xenoblöcke. Ich habe hier jetzt einfach den ganz hellgrauen Ton genommen und habe es dann hier angemalt. Das gibt dann solche Leuchtflecken. Und dadurch muss ich sagen, wirkt das schon mal wieder auch komplett anders. Das ist unglaublich. Hier der Übergang, der ist jetzt natürlich noch nicht angemalt. Malte ich den jetzt an, sähe es strange aus, weil jetzt die Nase hier hochgeht. Ob mir das gefällt oder nicht, weiß ich noch nicht. Habe ich mir jetzt noch kein Bild drüber gemacht. Kann man ja mal machen. Während wenn man das jetzt hier anmalt, sieht das auch schon gar nicht mehr so furchtbar sträflich aus. Da brauchen wir noch irgendwie ein Stückchen Hülle zu. Über das große Teil hier habe ich mir auch eigentlich noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Der Bob ist hier hinten. Der ist zwischenzeitlich lackiert. Die Geschütze stehen drauf. Ich habe hier oben einen Landeplatz eingerichtet mit einer Reparaturstation. Das Reparaturpanel dazu fehlt noch. Dann ist hier so ein Rahmen drumherum gekommen. Ich habe den jetzt hier so im Zickzack gebaut. Ob mir das jetzt abschließend gefällt, habe ich mich auch noch nicht entschieden. Es kann also sein, dass hier der noch nicht angemalte Bereich nochmal umlackiert wird. Vielleicht mache ich den hier auch komplett zu und stelle hier oben noch Geschütze drauf. Auch die Möglichkeit bestünde. Wobei ich dann hier natürlich auch einen ganz anderen Übergang bräuchte. Leider noch kein Spiegelmodus wieder eingeschaltet. Ich musste den Spiegelmodus leider ausschalten, um hier die Parkplätze einzuzeichnen, denn sobald ich einen von den Eckstückchen gedreht habe, hat es mir natürlich auf dem Spiegel auf der anderen Seite genauso das gedreht. Habe ich das jetzt bald? Ist ein Loch. So, jetzt ist da unten kein Loch mehr drin. Haben wir schon die richtige Farbe. Wirkt weniger doof, wie es gerade eben noch gewirkt hat, muss ich sagen. Hier habe ich es gegensätzlich gebaut, respektive einfach mal hier verlängert. Auch das könnten wir mal anmalen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie das in Schwarz anzumalen ist. Erst einmal grundsätzlich nicht verkehrt. Vielleicht. Und da ist es glatt. Hier haben wir wieder die Zähne drin. Das ist, weil diese Dinger gespiegelt sind. Das ist immer wieder das gleiche Theater mit den Klötzchen, dass ich die nicht so angemalt bekomme, wie ich das möchte. Eine Seite funktioniert. Wenn du schrägen spiegelbildlich baust, geht es plötzlich wieder nicht, weil das mit diesem Mapping nicht funktioniert. Ich würde hier drei Kreuze und ein Halleluja machen, wenn das Elyon irgendwann einmal fixt. Muss auch sagen, ich habe da gewisse Schwierigkeiten, die
Xenostahlblöcke so anzumalen, dass das Schiff am Ende nach was aussieht. Zumal wir eine relativ beschränkte Farbpalette haben von 3 oder 4 Farben, die wir ja nur benutzen. Aber jetzt ist es schon mal in einem Zustand, der meinem Auge relativ gefällig ist. Hier haben wir irgendwas tot lackiert. Ne, wir haben downgecratet, wie es ausschaut. Den da. Warum weiß ich nicht. Irgendwas hat mir nicht gepasst. Auf der Innenseite habe ich irgendwas rumgefummelt. So. Passt ja. Hat einen ziemlich dicken Bobbes bekommen. Wenn man da jetzt noch so nach oben geschweifte Flügel dran oder Verzierung dran kläbe, hätte man fast einen Grashüpfer. Die ist natürlich etwas uneleganter wie die Tomera. Die Tomera geht nach hinten raus, wesentlich eleganter nach oben. Wir könnten natürlich das ganze Ding hier verlängern noch von der Optik, also hier oben noch bestimmt bis hierher den Landeplatz verlängern. Dann wird sich das dann ausgehen durch den Hangareingang, haben wir da halt natürlich schon ziemlich optisch geschnitten. Ne? Mit der weißen, nein nicht mit der weißen, mit der Xenostahlfläche hier, mit der unangemalten bin ich mir immer noch nicht einig, wie ich das verzieren möchte. Irgendwie verzieren werde ich's, da habe ich jetzt noch keine Idee. Hier, wo die Geschütztürme sind, behalte ich mir tatsächlich vor, eine Schubdüse einzubauen. Da geht nämlich, das ist 4x, nee, nicht 4x4, 3x3. Da geht noch eine wunderbare XL-Schubdüse rein, das ist ohne Probleme möglich. Die Flugfähigkeiten haben wir da ja schon getestet, hier müssen wir auch noch basteln. Den Flügel könnten wir tatsächlich auch nochmal um ein... Um so eine Einheit, um einen Block erweitern. Denn ich habe ja immer das Problem, dass die Torvera gerne mal mit allen Geschützen auf ein einziges Gegnergeschütz zielt. Ich habe hier in der Mitte ja die EMPs, nein nicht die EMPs, ich habe hier die Großmissiles. Hier außen habe ich die ganzen EMPs und wenn ich jetzt nochmal ein Kästchen Großmissiles hier dran bauen würde und den Flügel noch einen Tacken breiter machen würde, ein, zwei Kästchen, dann sind die so weit von der Mitte weg, dass die möglicherweise hier draußen sich andere Ziele suchen, um den Gegner anzugreifen, so dass sich das Schadensbild mal ein bisschen mehr verteilt auf die Fläche und dadurch möglicherweise auch die Geschütze des Gegners schneller unten sind, wenn ich mit 20 Raketen auf ein Geschütz schießen, dann ist das mit 2000%iger Sicherheit tot. Bis dann meine ganzen eigenen Geschütze ein neues ausgesucht haben, vergehen ein paar Sekunden. In der Zeit fresse ich natürlich Schaden. Andererseits muss ich sagen, sobald wir ja ein Geschütz runterschießen vom Gegner, hat der ja auch einen Timeout von ein paar Sekunden. So dass das eventuell unsere eigenen Zielsuche wieder ausgleicht. Unseren Zielsuche-Timeout haben die ja mit dem Nicht-Schießen-Timeout. Auf der Seite, ich hatte den Spiegelmodus an. Warum auch immer er hier nicht gearbeitet hat, weiß ich nicht. Manchmal setzt es einfach aus. Das macht aber nichts, das können wir jetzt hier schnell nacharbeiten. Müssen wir jetzt noch der Vorderseite irgendwie den Bauch zukriegen? Und dann können wir uns langsam aber sicher mal an den Innenausbau machen. Die Hülle ist ja jetzt erstmal zu. Zumindest mal so ganz grob. Natürlich kann man da noch ein bisschen Verzierungen anbasteln. Da ist sicherlich noch nicht das letzte Wort gesprochen, was... Oh nee. Was die Verzierungen an der Außenansicht angehen.
Das hatte ich, glaube ich, auch nochmal eins weggeflext auf der anderen Seite. Da muss ich doch tatsächlich nochmal gucken gehen. Die Sonne überblendet das jetzt natürlich auch wahnsinnig. Es ist schade, dass der das nicht lackiert hat im Spiegelmodus. Aber nur so ist es halt. Heulen hilft auch nichts, Zieler. Also ich muss sagen, gebaut ist so ein Ding ja relativ schnell, aber das Schönmachen, das frisst Zeit ohne Ende. Also als fliegender Backstein hätten wir das Ding schon längst im Weltall. Aber das ist halt nicht so ganz mein Anspruch. Ich möchte mir nicht mit so einem Ding rumfliegen mal längere Zeit. Nicht ständig mich drüber ärgern, wie furchtbar es aussieht. So, auf der Innenseite hat das wohl schon lackiert. Teilweise zumindest. Da hatte ich das hellere Grau genommen auf der Innenseite. Warum weiß ich nicht, aber ich hab's gemacht. So, auf der Rückseite sind die Pfosten auch angemalt. Hier sind die Lüftungsschlitze für die Triebwerke. Nicht das, was wir bräuchten, aber ich fand es eine stimmige Idee. Warum? Ich dachte, ich muss die downgraden, damit ich die anmalen kann. Ach, guck mal, auf der Unterseite sind die auch noch nicht angemalt. Ich muss die downgraden, damit ich sie anmalen kann, glaube ich. Müssen wir auf der anderen Seite nochmal gucken. So, irgendwo hatte ich doch noch vergessen zu pinseln. Da habe ich vergessen zu pinseln. Ups, das war vielleicht etwas zu viel Shift gedrückt. So. Sieht gar nicht mal so grottig aus. Das Ding hatten wir weiß gemalt. Weiß nicht, ob mir das so schlussendlich gefällt, aber wir lassen es jetzt mal so stehen. Das war grün. Das hier ist auch falsch. Ja, da hatte ich das so gemalt. Da hatten wir dann hier die Dreiecke. Hier das etwas dickere Element. Pinsel. Ich hatte es so.
Warum ich das so hatte, weiß ich nicht, aber ich hab's halt so gemacht. Ich bin am Überlegen, ob ich den mittleren schwarzen Streifen nicht nochmal ein Stück runtersetze, dass wir da einfach eine Kerbe haben. Um da einfach nochmal ein bisschen optisch. Optische Vielfalt zu haben. Da fehlt noch die Spitze drauf, macht nichts. Ja, wird langsam. So, da wollte ich ja gucken, was ich auf der anderen Seite gemacht habe. Die Fenster muss ich noch lackieren, die Fensterrahmen sozusagen. Ja, die hatte ich alle downgegradet und Gitter drunter gemacht. Warum der das nicht gespiegelt hat, wissen die Götter. Ich hatte ihn auf jeden Fall an. Nee, Pistole brauchen wir zum Lackieren. Das war. Was war denn das? Die Lüftung, ne? Die ist zu dunkel. So, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Die Rohre fehlen. Die Rohre fehlen. Jetzt muss ich überlegen, inwieweit man hier noch tatsächlich Verzierung drauf nagelt. Ich weiß nur nicht genau, was ich da jetzt drauf nageln soll. Macht die Sache nicht besser. Macht sie absolut nicht besser. Mehr Rohre auf Triebwerksgondeln machen Sinn. Warum ich jetzt das dahin gepflanzt habe, weiß ich nicht. So. Nee, aber vielleicht andersrum. Als Rohrhalter. Aber da werden die Rohre zu tief. Könnte man mal im Hinterkopf behalten, so ein Ding als Rohrhalter zu missbrauchen. Für andere Designs. Warum auch nicht? Nee. Ich glaube, das wird zu viel des Guten, wenn ich da jetzt noch was reinpflanze. Unter Vorbehalt.
Obwohl das eigentlich ja schon durch das ganze Muster und die Solarzellen mega texturiert ist. Also das wird mir zu viel. Das wird mir einfach zu viel. Obwohl das eigentlich schnieke aussieht. Oder wir machen da tatsächlich hier den Batteriedeckel drauf. Batteriedeckel. Nee, gefällt mir nicht. Ich möchte so ein Rohrdingsbums-Ding da haben. Ich möchte ein Rohrdingsbums haben, da war er. Der hat mir eigentlich am besten gefallen, muss ich sagen. Ja, dann ist das nicht so leer und passt dezent, ist in Ordnung. Kommen wir doch langsam hin. Sehr schön. Ich habe den Turm hier umgebaut, muss ich sagen. Soweit ich gekommen bin, mal mit meinen Ideen. Hat mir ganz gut gefallen. Ich habe jetzt einfach eine Etage drunter gezogen. Ist mir zu kästelig, wenn ich mir hier einfach die ganze Kiste hochziehe, die ich hier unten gebaut habe. Kommen wir da vielleicht eher in die Puschen? Nee, das ist ja völlig falsch. Nochmal. Sodle. Wenn ich das hier einfach gedanklich verlängere, ja, dann vielleicht schon eher. Würde ich nämlich, wenn ich das jetzt hier schräg mache, dann hängt das in der Luft, das gefällt mir nicht, deswegen lasse ich das mal so. Ich denke mal kurz drüber nach.